Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Taperino hier auf meinem Kanal Reno. In der letzten Folge haben wir ja ein wenig mit Ginger gekichert, ein wenig mit Ginger gelacht. Die Stats Ananas in Kassounternehmen kam, hat uns ein bisschen auseinandergenommen. Das waren die Gegebenheiten, die so stattgefunden haben. Aber wir holen jetzt einfach erstmal die Sachen, die uns hier zustehen. Emily, auf einem meiner Spaziergänge ist mir aufgefallen, was du für Dava und die Baumschule gebaut hast. Ich habe mich gefragt, ob du etwas Ähnliches für unseren Bauernhof machen könntest. Besuch mich mal, sodass wir uns darüber unterhalten können. Puh, das wird dann wieder eine Quest, die so gefühlt so 17 Monate dauern wird wahrscheinlich. Oh Mann, von gerade läuft eigentlich auch gut die ganzen Aufträge. Wir sehen ja hier hölzerner Brückenkopf. Hat das noch genug? Ja. Fertigung, Benzin aufgebraucht. Hier muss noch ein bisschen Benzin rein. So. So. Wir müssen noch einen Brückenkopf machen, taken. Da. Hölzerner Brückenkopf. Kupferrohr. So, wir haben hier Hartholz-Stiele und hier haben wir Kupferrohr, ne? Da fehlt uns aber einer, wie ich sehe, ne? Brauchen nämlich drei, oder Bruder Jakob? Kupferrohr 3. Na gut. Dann machen wir uns noch ein Kupferrohr, was uns nämlich gefehlt hat. So, hier haben wir noch ein bisschen Hartholz-Stiele. So, was sagt denn Tiere, wie geht's? Haben wir noch hier ein bisschen, was wir euch geben können? Ja, wie geht's euch denn? 11% läuft. Läuft bei den kleinen Gaunern langsam. 14% sogar. Malzen sie, also der Wachstum, das Wachstum geht echt schnell bei denen. Kann man sich nicht beklagen eigentlich. Status überprüfen, ja, der ist halt sehr sad. Problem ist halt, ich habe keinen Fertilizer und ich weiß noch nicht, wie ich Fertilizer herstellen kann. So, wir müssen auf jeden Fall mal zu Emily. Emilys Brunnen. Gehen wir mal abchecken, was die liebe Emily denn da für uns hat. Wir müssen auch noch mit den Dingens palavern. Mit den von Civil Corps. So, Emilys Brunnen, hallo, hast du meine Nachricht erhalten? Das Bewässern der Felder kann wirklich anstrengend sein, vor allem wenn sich Omas Rücken wehrt. Könntest du ihm helfen, einfach an Wasser zu gelangen? Großartig, ich hatte an einen Brunnen gedacht. Und an etwas, um das Wasser herauszupumpen. So müsste Oma ihren Rücken nicht so sehr belasten. Du hast recht. Vergiss nicht, dass wir auch etwas benötigen, um das Wasser zu lagern, das wir nicht sofort verbrauchen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich würde mich wegen des Brunnenbaus mit dem Forschungszentrum in Verbindung setzen. Sie haben der Ziviltruppe bei der Einrichtung des Brunnens bei der Klinik geholfen. Ja, okay. Ja, okay. Was hast du denn für eine Mission? Emilys Brunnen. Wir müssen erstmal ask Petra. Okay. So. Wir gehen jetzt mal in die City. Wir gehen jetzt mal in die City. Ich bin gespannt, was Ginger über uns denkt, weil wir haben ja gestern ein bisschen mit der gechillt. Nicht nur gechillt, wir haben auch mit der gelacht und in dem Brunnen gekichert und sowas. Da, Remington, du bist Nummer 1. So gut waren sie noch nie drauf, was die Planung betrifft. Eine Woche, das werden wir noch sehen. Korrekt, Remington macht kein Auge. So, dann gehen wir erstmal zu Ginger. Und schauen mal, was die uns so zu sagen hat. Wer weiß, vielleicht ist die mittlerweile sehr zufrieden mit uns und sagt, hey, komm, küss doch meine Augen einfach. Boah, wir haben die Hälfte schon des dritten Herzens. So, unterhalten. Okay, danke. Wir erfahren mittlerweile neue Sachen. Das sind so Sachen, die können wir ihr schenken, aber scheinbar noch... Uns fehlt das und vielleicht können wir das auch noch nicht machen. So, hier ein Topazen. Mir wäre es lieber, du würdest mich öfters besuchen. Komm, ey, Mädchen, ich bin jeden Tag hier. Mach mal kein Auge, ja. Ja, guck, ich mach schon fertig langsam hier. Ah, die macht jetzt nochmal Papier, weißt du. Kein Thema. Jetzt macht die Steinet. Macht die nicht. Okay, jetzt macht die aber Scheret. Okay, jetzt macht die Scheret. Okay, dann gewinn doch, du blöde Kuh. Macht die Auge. So, wisst ihr, wir haben richtig gut geführt und dann holt ihr einfach auf und nimmt uns auseinander. Ja, genau. So, jetzt haben wir die gerackt. Jetzt nimmt die Stein.
Jetzt nimmst du Stein. Ja. Und jetzt nimmst du Paper. Nein. Jetzt nimmst du Stere. Gewonnen, Leute, Jakob. So, zocken wir nochmal, damit du ein bisschen klarkommst auf dein Leben, Mädchen. Als nächstes nehme ich Stein. Sie hat gelogen. Deswegen gibt's nächstes Mal ein bisschen Beef. Klopfetzereien gibt's auch noch hinterher. Nein, mach die so. Mach die so. Mach die so. Okay, ich habe mich gerade gefragt, ob ich, naja, du bist die Beste, die es gibt. Ich habe mich gerade gefragt, wenn ich immer weiter einfach nur Stein nehme, ob die bei Papier bleibt. Ob man so ein bisschen, keine Ahnung. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Okay, wie komme ich denn jetzt hier? Ui, wo sind wir denn hier? Immer wieder neue Ortschaften. Dr. Xu lebt hier. In einer kleinen Gasse. Auch mit Monolithen. Monolithen. Okay, die sieht mir so aus. Hm. Okay, ich will eigentlich nur hoch zu den Civil Corps. Ein bisschen talken mit denen, ne? Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Mehr wollte ich gar nicht. So, zack, boom, bam. Was geht ab, Party People? Da hinten scheint einer sich zu verstecken. Von den zivilen Korps. Da. Hallo. Der backt ein bisschen rum. Hass und Tass, was machen Sie jetzt? Haha, das ist ziemlich schlau von Ihnen. Wie viel Zeit haben Sie dir gelassen? Eine Woche, nicht wahr? Ich werde ganz bestimmt auch an diesem Morgen auftauchen. Korrekt von dir, Alo, dass du ein Ehrenmann bist. Die Schuldeneintreiber bis zum Wochenende warten. Ach krass, wir müssen gar nicht mit noch jemandem reden. Auch gut. Und am Wochenende müssen wir auch noch zu Antoine. Weil er meint doch, wir sollen rumkommen, weil da gibt's ein bisschen Sachen zu inspizieren. So, aber ich möchte jetzt gerne mein Kupferrohr haben. Was mittlerweile schon wahrscheinlich fertig ist. Ne, Tierchen da hinten. Kommt ihr klar? Könnt ihr gut leben? Alles klar bei euch. Die sehen aus, als hätten sie Spaß bei dem, was sie tun. So, zack und zack. Zurückholen. Okay, jetzt können wir den ganzen Schabernack abgeben. Hier müssen wir noch die Transporter bauen. Habe ich ja voll keinen Bock drauf. Ach, guck mal, Bernsteininsel. Porsches Hafen. Gibt ja noch einiges zu erkunden, ne? Hier, diese Gegend. Also auf jeden Fall gibt es hier noch Content. Wow, Werke. Okay, dann schauen wir mal jetzt ein bisschen. Ah, Emily, wie geht's? Ja, Zufälle sind lustig. Oh. Da, wo wir letztens mit Ginger da essen waren, beziehungsweise essen gehen wollten, aber gar nicht gecheckt haben, wie das geht. Einfach nulli percent. Einfach nulli percent gecheckt. Ah, da ist Antoine. Ich habe schon gefragt, wo der lungert. Das ging schnell. Welch ein effizienter Handwerker. Geht, geht, Bruder Jakob, geht. Rufpunkte. Puh, Higgins. Miese Zeiten sind angebrochen bei dir. Zahnfeefabrik, Handwerker Sweet und Nachbar Wangs, Handwerker Wang. Boah, guck mal, es gibt sogar Windrad. Alan Carter, ich weiß gar nicht, ob ich die alle kenne. Zack. Weiß gar nicht, ob ich die alle kenne. Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 5K. Wir könnten theoretically den Stall für Kühe bauen. Theoretically. Fotoalbum, Leute, das ist neu. Dich ist neu. Frage ist, wie ich Fotos make. Das weiß ich nämlich leider gar nicht. Das weiß ich leider nämlich gar nicht. Ich muss auch eigentlich mal diesen... Was chillt denn da drin? Ich habe gerade gedacht, da chillt ein Lebewesen, welches es nicht geschafft hat. Wir müssen auch irgendwann mal das vergiftete Wasser endlich mal wegkriegen, Leute. Mit denen haben wir alle geredet. Mit Sam aber noch nicht. Kommt, wird Sam überhaupt noch gelistet hier? Ah, wir müssen ja noch zu Petra gehen. Stimmt, Gebrüder Jakob.
Gebrüder Jakob, wir müssen noch zu San Marino. Da läuft Remington. Der geht ein bisschen abchecken, was so geht im Research Center. Wer ist da? Wer macht hier Stress? Wer macht Beef? Puh, und das Schaukeln war auch mega schwer mit Ginger. Ich gar nicht gecheckt, wie das geht. Die meinte auch so, lass uns das nicht mehr machen. War die ein bisschen traurig. Bring mir 5 Data Disks. Wie viel habe ich dabei? Keine. Keine Data Disks. Keine Datendisketten. Was das für ein Lifestyle, den ich pflege und hege. Unglaublich. Best Brother. Das ist Pauli. Ah, May, was geht ab? Die macht wieder ihre, kann ich die zerschlagen? Nee. Die macht wieder ihre kleinen Porsche Times Zeitung. Der läuft gut, Karrieremodus. Gibt's hier was Neues? Hallo, spricht der Niklas, ich bin der Entwickler dieser Welt und würde mich über dein Feedback freuen. Was? Ja, wenn es irgendetwas gibt, das uns sagen willst, sag es nicht hier, sondern bericht uns auf Steam, auf unserer Website porschepathia.net oder schick uns eine E-Mail an admin@pathia. Wer spricht da nochmal? Ach, komm schon. Wir haben die Welt erschaffen, in der du dich gerade befindest. Ich habe höchstpersönlich dafür gesorgt, dass die meiste Zeit sonnig ist. Okay, ich leg dann mal auf. Richtig ehrenwert von dem, dass es hier die gerade auch gerade scheint dir die Sonne auch wirklich. Gerade scheint die Sonne. Ja, was haben wir denn jetzt für Missionen? Schweißstab, Datendisketten, all den Schabernack. Datendisketten haben wir, wir haben aber nur 3 leider. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall demnächst in den kommenden Fall gehen. Müssen wir auf jeden Fall in Minen gehen. In die Minen gehen. Das kann man auch auftanken, etc. Reno. Da haben wir Kupferbarren wieder am Stibbissel. Hier kann man auch auftanken. So, ihr süßen Tiere. Ich überlege gerade nämlich, ob wir den Stall nicht doch nicht bauen und die Work, also die Werkbank erstmal auf Level 3 bringen. Sprich, wir, ja, wir sparen weiter, holen uns eine Commission Quest und machen halt die Werkbank auf Level 3. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen effektiver, weil da können wir doch schon mal das vergiftete Wasser entfernen. Und ich mache da schon stark Auge drauf. BBD. Du brauchst 6 Glas für Zeitung. Nein. Du brauchst 3 Bestellungen. Schießpulver haben wir nicht. Pelzschals. Pelzschals. Sollen wir mal annehmen? Gucken wir mal, was der Spaß kostet, einen Pelzschal zu maken. Maken, daken, maken, caken. Das Problem ist, wenn wir jetzt diese Quest mit dem Pelzscheiß abbrechen, kriegen wir Minuspunkte, aber wird schon nicht passieren. So, Arbeitstisch verbessern. Auf Level 3 kostet Hartholzdielen alte Teile. Und 10k, okay. Dafür können wir aber einiges an Sachen machen. Hier, das sieht mir nach Schießpulver und so aus. Also, dass wir das dann herstellen könnten. Wasserdichte Lampe. Ha, wie die aussieht, richtig. Sag gerade kurz aus, das hätte ich was falsch gemacht. Aber nur kurz, ey. Okay. Tag neigt sich dem Ende, Leute. Beruhigt euch alle und geht zurück auf eure Plätze besser. Besser. So, was brauchen wir denn für Pelzschal? Würde mich mal interessieren. Da, Pelzschal, Faden. Faden macht man, ja, ein feines Fell, das ist ja egal. Faden macht man bestimmt hier, ne? Dafür brauchen wir Fell und Baumharz. Ich glaube, davon haben wir auf jeden Fall mehr als 2. Fell haben wir mehr als 2. Baumharz. Haben wir hier. Ja, kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. So, was brauchen wir denn? Pelzschal. Wir brauchen, wie viel Pelzschale brauchen wir? Ah, wir können doch hier einfach machen, ne?
Es steht aber nicht, wie viele wir brauchen. 4 Pelzschale, das heißt für mich 16 Fäden. Wir können aber erstmal nur 10 machen. So, das dauert aber ein bisschen was, wie man sieht. Und dann muss man die restlichen 6 noch später machen. Gut, so ist es, Leute. Tag geht vorbei, Sonne geht unter. Ginger schläft schon oder die macht gleich Party, weil die ist nachtaktiv. Und das war's aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar, ein Like, dies, das, anderes da. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, tschüss, bis zum nächsten Mal.